Herzlich willkommen zur 11. Folge vom Let's Play Civilization 3. Wir waren stehen geblieben und kurz davor, ein neues Wunder zu bauen in Berlin, und zwar die Hängenden Gärten. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Die Hängenden Gärten schauen wir uns gleich nochmal in der Zyklopädie an. Große Wunder. The Hanging Gardens. Und die Hängenden Gärten machen drei unglückliche Leute zu zufriedenen Leuten. Und wir können mal nach Berlin schauen. Und wir haben hier mindestens einen unglücklichen Menschen. Wenn wir den Entertainer wegnehmen, dann sieht es noch ein bisschen anders aus. Dann haben wir sogar zwei unglückliche Menschen. Jetzt ist dieser Entertainer, der natürlich jetzt kein Arbeiter ist, damit beschäftigt, die Leute irgendwie glücklich zu machen. Wenn wir jetzt aber in der nächsten Runde die hängenden Gärten fertigstellen, dann ist ja nicht mehr nötig. Und wir haben mehr Leute, die hier eben Dinge produzieren können, wie zum Beispiel Nahrung und so weiter und so fort. Huch, aus Versehen rausgegangen. Und dadurch können wir wieder wachsen, wie man hier sieht. Also wir haben jetzt eine Nullproduktion gerade, Growth Zero, Zero Growth. Und wenn die hängenden Gärten fertig sind, dann können wir weiter wachsen und die Stadt weiter ausbauen. Und das ist auch das Ziel. So, auch in Frankfurt geht es rege voran. Da sollte ich vielleicht mal schauen. Wie ich da weiter vorgehe, ob ich die Einheit wegschicke oder noch hier lasse. Ich glaube, ich werde hier noch weiter ausbauen. Und hier ist auch ein weiterer Siedler fertig, der wartet erstmal auf den Worker. Ja, hier muss natürlich noch der Rest des Dschungels weg. Ziemlicher Umweg hier mit der Einbuchtung und der Galeere, weil wir können ja nicht gerade durchfahren, weil uns fehlt im Moment noch der Leuchtturm. Ich hätte vielleicht im Süden lang fahren sollen, da hätte ich den direkten Weg gehabt. Hätte Fahrradkette. Ich habe übrigens beim letzten Let's Play schon wieder so lange gespielt. Das hätte ich wieder nicht mit gerechnet, dass es so lange geht. Ah, ich hoffe, dieses Mal kann ich mich mal wieder meinen anvisierten 20 Minuten nähern. Mit 50 war ich ja wieder schon ein gutes Stück drüber. Vielleicht könnt ihr mir auch mal sagen, ob euch das so mit der Zeit gefällt, mit den 20 Minuten, oder ob ich eher länger machen soll. Weil ich spiele halt sowieso. Und mach meistens mehrere Folgen hintereinander. Und dann könnte ich auch gleich eine längere Folge machen, wenn euch das gut gefällt. Oder aber ich mache mehrere kurze, weil dann kann ich mehr schneller produzieren und kann halt einfach auch ja, mehr Folgen auf YouTube stellen. So, hier habe ich jetzt, wie gesagt, die hängenden Gärten fertig. Jetzt wird dieser Entertainer nicht mehr benötigt. Alle sind zufrieden. Die Stadt wächst wieder. Und ich werde jetzt mal dafür sorgen, dass die Stadt wieder einen Arbeiter bekommt, um die Felder hier, wo noch nichts passiert, mit Bewässerungsanlagen auszustatten. Weil ich sehe nämlich langsam auch hier, dass irgendwann uns die Möglichkeit ausgeht, dass die Stadt weiter wächst. Weil zum Beispiel hier bei den Elefanten produziere ich nur eine Nahrungsmitteleinheit und ich brauche immer zwei Nahrungsmitteleinheiten, um die Stadt zum Wachsen zu bringen.
Weil ein, naja, warum brauche ich zwei? Weil pro Bewohner zwei Einheiten verbraucht werden. Ich habe jetzt hier 9 Bewohner oder 8 Bewohner. Ja, 8. Die verbrauchen 18 Food. Jetzt weiß ich nicht genau. Ach so, ja genau. Ich habe 8 Bewohner. Sie verbrauchen insgesamt 16 Food. Ich produziere aber 18 Food pro Runde und zwei davon sind Überschuss und die werden ins Stadtwachstum gesteckt. Ja. Hier ist der Arbeiter fertig. Und es soll natürlich noch ein Spearman hinterherkommen. Cologne sowieso schon produzieren. Da werde ich jetzt gleich noch einen drauflegen, indem ich da eine Bewässerungsanlage baue. Weg mit dem Dschungel. Dschungel macht krank. So, jetzt kann ich hier mal, ich sag viel zu oft so, mal eine Feststellung. Jetzt kann ich hier mal schauen. Also ich nehme Königsberg, wenn ich die Stadt genau da baue, hier schon ein paar Felder weg, was uncool ist. Aber ich glaube, das nehme ich in Kauf. Könnte jetzt noch einen Schritt nach hier gehen? Da würde ich halt Leipzig was wegnehmen, aber das wäre halt nur Wüste und das ist sowieso nicht so hochwertig, so eine hochwertige Gegend, die Wüste. Ich glaube, ich mache das auch. Wobei ich hier oben natürlich noch gut was verbrauchen kann. Was Leipzig dann nicht fehlt. Na, ich bleib doch hier. Bremen. Und Bremen produziert gleich ein Spearman, weil sie haben ja dort keine Verteidigung. Ja, was ist eigentlich aus den Russen geworden? Da sind ja einige Einheiten im Kabuff. Dauert jetzt erstmal ein bisschen. Könnte doch noch gefährlich werden. Berlin hat den Worker produziert für sich selbst. Ja, warum nicht Berlin nutzen, um das Lighthouse zu bauen? Berlin produziert natürlich wunderbar schnell. Dann machen wir das doch. Ah. Unsere Leute wollen den verbotenen Palast bauen. Das kann ich auch gleich noch erklären. Und hier ist das Gericht fertig. Schauen wir mal nach Moskau. Das Problem gerade in Moskau ist, dass mir die Russen die Anlagen hier kaputt machen. Die Verbesserung, die ich hier aufgebaut habe. Und ich hatte ja gesagt, ich will mit den Russen Frieden schließen, um wieder Ruhe zu haben vor ihnen. Und das werde ich auch gleich tun. Ich glaube, hier werde ich auch noch einen Arbeiter bauen. Ich habe ja sowieso gleich Ruhe. Kiew hat
die Baracken fertig. So, dann. Ah, hier ist die Straße immer noch nicht fertig. Das nervt. Das nervt ein wenig. Ich baue den Marktplatz. Hier wird ein Sword, nee, ein Courthouse gebaut. Ein Swordsman brauche ich jetzt nicht. Auch einen Marktplatz. In München. Okay, so, ich schließe wieder Frieden mit den Russen. Kontaktiere die mal. Ja, wir haben uns überschätzt. Wir wollen Frieden. Ein Arbeiter bekommt ihr natürlich nicht. Stattdessen will ich von euch 20 Gold haben. Mal gucken. Haben sie sogar angenommen. Goodbye. So, und jetzt sollen sie natürlich wieder rausgehen aus meinem Bereich. Das werden sie auch tun. Hier muss endlich die Straße fertig werden. Oh, ich sehe gerade, hier sind schon zwei Arbeiter. Aber gar nicht so wild, weil hier oben wird ja sowieso auch noch einer gebraucht. Dann werde ich hier mal ein bisschen Bewässerungsanlagen bauen. Und hier ist der Siedler fertig. Schon länger fertig. Ich warte noch auf den Spearman. Und hier werde ich jetzt mal Bewässerungsanlagen bauen. Tja, wo fangen wir am besten an? Vielleicht direkt hier. Ich mal kurz regenerieren lassen. Da soll die andere Stadt gebaut werden. Jetzt gucke ich noch mal nach. Siedler. Oh, der ist zu dicht dran. Noch einen weiter. Und der kann schon mal anfangen mit der Straße. Worker ist fertig. Schauen wir mal nach Moskau rein. Da sieht es natürlich genauso kacke aus. Ich glaube, hier werde ich auch Barracks bauen und auch Swordsman. Hamburg hat den Marktplatz gebaut. Vielleicht in Hamburg die Sistine Chapel, aber ich glaube, hier werde ich auch nochmal Siedler-Worker machen. Es wächst einfach zu krass. Hier ist auch wieder ein Siedler fertig. Und hier brauche ich auf jeden Fall das Aquädukt. Das hatte ich schon eingeplant, dass ich das als nächstes baue. Und das mache ich auch. Hier die Straße bauen. Und hier ist jetzt der Spearman fertig. Das heißt, jetzt bin ich hier auch ziemlich durch. Jetzt kann ich hier noch einen Marktplatz und einen Hafen bauen. Mache ich auch direkt. Hier erweitert sich auch sofort der kulturelle Radius in der nächsten Runde. Und mit den Einheiten schaue ich mal hier runter, ob ich da eine Stadt baue. Das sieht ziemlich gut aus eigentlich. Eine Hafenstadt. Natürlich dann auch direkt hier die Straße erstellen. So, und hier haben wir jetzt schon das Wasser hingezogen.
Da ist auch ein Siedler gebaut worden. Da weiß ich jetzt gar nicht so recht. Ich glaube, ich schicke den mal hier unten irgendwo hin, wo es sicher ist. Vielleicht hier. Sieht's ganz gut aus. Ja. Zweiten Spielmann noch bauen. Erstmal die Bibliothek, denke ich. Oh, die Straße ist hier gleich fertig. Ja, hier werde ich mal gleich die Straße zu der Seite anfangen. Weil das dauert ja im Dschungel immer ewig lange. Der setzt sich fest und der baut die Stadt. Ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen. Naja, erstmal sowieso erstmal die Library hier. Sowieso immer der erste Schritt, die Library bauen, Kultur vergrößern. Bewässerungsanlagen. Die Verbindung der Straße. Hier bauen wir die nächste Stadt. Das ist Bonn. Bonn baut einen Spearman. Frankfurt hat den Einflussbereich erweitert. So, und jetzt erkläre ich noch mal kurz das mit der mit dem verbotenen Palast. Den könnte ich natürlich jetzt hier bauen, was sage und schreibe 294 Runden dauern würde. Können wir mal eben in die Zivilklopädie gehen. Ich weiß gar nicht, wo sich der findet. Ich glaube, es ist ein Small Wonder. Forbidden Palace, genau. Ja. Und der verbotene Palast ist quasi sowas ähnliches wie ein zweiter Palast. Also der Palast sorgt ja dafür, dass dort die Hauptstadt, ja, dass dort, wo der Palast existiert, dass das die Hauptstadt ist. Und in der Hauptstadt gibt es eben wenig Korruption und Verschwendung. Ja, und wenn man einen verbotenen Palast baut, den kann man natürlich, oder den sollte man natürlich möglichst weit von der Hauptstadt entfernt bauen. Dann kann man dort noch einen zweiten Palast bauen, wo eben auch die Korruption runtergeht. Und ich habe jetzt diese Stadt hier gezeigt, weil die natürlich auch weit weg ist von, oder wahrscheinlich auch sogar am weitesten weg ist von Berlin. Oder aber Sevastopol kann auch sein. Aber ich werde es da nicht bauen. Ich werde tatsächlich darauf warten, dass ich hier auf der anderen, wenn ich hier irgendwann mal angekommen bin, auf der anderen Seite der Insel, dass ich dort den Palast baue, weil dann habe ich hier quasi so eine Insel der wenig Korruption und eine Insel der wenig Korruption und das verbindet sich dann quasi zu einem großen Bereich, wo eben relativ wenig Korruption stattfindet, zusammen mit den Gerichtsgebäuden. Ja, dass das einigermaßen erträglich ist. Und dass mir nicht ganz so viele Ressourcen verloren gehen. Möchte schon gern noch, dass diese Straße fertig wird. Ich glaube, das ist ein Generationenprojekt. Hier sind auf jeden Fall jetzt die auch die Baracken fertig, also die Kaserne fertig.
Brauche ich ja auch noch einen Marktplatz, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Leipzig hat das Gericht produziert. Leipzig produziert jetzt mal den Hafen. Leipzig produziert jetzt ja mal einen Arbeiter, würde ich mal sagen. Hamburg hat wieder einen Siedler gebaut. Kommt gleich noch ein Worker dazu. So, und die Bildung ist fertig. Ich kann jetzt Universitäten bauen. Und die verbessern natürlich das, was die Bibliothek schon macht, noch um weitere 50%. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt als nächstes angehen. Schlägt mir Feudalismus vor. Das hat den positiven Effekt, dass ich dann Pikemans habe, was meine Spearmans ablöst. Die haben 3 Defense und nicht nur 2 wie die Spearmans. Ich könnte natürlich hier dann auch durchmarschieren zu Gunpowder, wo dann eben der Musketman, also der Musketier quasi vorhanden wäre. Und da hätte ich schon 4 Defense. Aber ich glaube, ich gehe erstmal die Astronomie an, weil die bringt mir das Copernicus-Observatorium, was ich dann wieder in meiner Hauptstadt bauen kann oder in der Stadt bauen kann, wo ich am meisten wissenschaftliche Produktion habe und dort die wissenschaftliche Produktion verdopple. Außerdem würde das bei mir wieder ein Golden Age auslesen. Ich bin nämlich jetzt eine expansionistische Zivilisation, glaube ich zumindest. Bank wäre auch keine schlechte Idee. Oder denke ich noch ein bisschen weiter? Ich glaube, das mit der Sternwarte kann ich sowieso nicht sofort angehen. Also gehe ich tatsächlich erstmal in Richtung Gunpowder. Das dauert ja eine ganze Weile. Genau. So, hier ist die Straße fertig. Hier fehlt noch ein Stück Straße. Ganz, ganz furchtbar. Köln freut sich. Köln kriegt jetzt eine Anbindung per Straße. Mal wieder einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, das lasse ich den Krieger hier oben aufdecken und mit dem werde ich jetzt runtergehen. Dorthin. Leipzig hat noch den Arbeiter für sich selbst produziert und kann ja jetzt gleich mal die Universität bauen, hier die erste. Ja, Hamburg baut auch die Universität. Gerichtsgebäude in Königsberg. Auch Universität. Kultur ist, wie gesagt, das, was ich gern mag. Hier noch die Straße. Und da auch noch ein Stück Straße. Und mit dem Siedler kann ich schon mal hier wieder was aufbauen. Oder vielleicht sogar hier unten.
damit es gar nicht so weit entfernt ist. Das würde hier dem der Stadt München ein bisschen Schaden zufügen. Müsste eigentlich so bauen, dass das Zentrum hier ist. Ich glaube, das würde niemandem mehr schaden. Ich bewege einfach mal den Siedler dorthin und werde dann sehen, ob das tatsächlich so ist. So, und du kannst hier unten mal noch ein weiteres Bergwerk bauen. Und ich glaube, ich bin schon wieder über den 25 Minuten. Über den 20 Minuten, die ich mir so gesetzt habe. Ich habe das so im Gefühl. Aber ich will auf jeden Fall die Straße noch fertig machen. Das ist auch eine gute Sache, dass hier jetzt die Bibliothek fertig ist, weil jetzt kann ich hier auch direkt noch einen Arbeiter bauen, weil ich kann ja hier keine Bevölkerung mehr produzieren. Das ist halt auch irgendwie blöd. Auch das Westernpol braucht die Bibliothek. Ich möchte gebildete Menschen haben. Ja, welche Straße soll unbedingt fertig werden? Die hier. Sonst höre ich hier nicht auf. Da muss mal eben der Wald weg. Ich müsste mal direkt überprüfen. Ich müsste direkt mal überprüfen, ob Berlin die Stadt ist, wo ich am meisten Research habe. Hier habe ich im Moment 37. Hier muss auch noch ein Stück Dschungel weg. So, hier kann ich mal gleich gucken. Ja, doch, ich baue hier in Hamburg rein, das ist uncool. Ich baue auch in Nürnberg rein. München würde ich jetzt verschonen. Aber das ist nicht so gut. Dann lieber München ein bisschen mehr touchieren. Aber die anderen beiden Städte verschonen. Klaue ich München, wenn ich hier baue, glaube ich München genau dieses eine Feld. Oder? Ne, zwei. Diese beiden. Die muss ich mir dann mit München teilen, aber ich denke, das geht. Das ist durchaus okay. Hier ist der Marktplatz fertig gebaut. Mal auch gleich wieder an die Universität gehen.
Hier ist auch ein Marktplatz fertig gebaut. Ach, herrje, die Städte sind schon wieder riesig. Eigentlich muss ich hier schon wieder überall Siedler bauen. Auch in Frankfurt. Moskau wird auch gleich gut wachsen. Gut, dann baue ich hier. Dann sind die anderen Städte. Oh, Nürnberg ist trotzdem immer noch betroffen. Egal. Wat mut, dat mut. Spearman natürlich. Könnte ich tatsächlich Irrigate machen? Also Bewässerungsanlage. Jetzt werden sich gleich die Franzosen beschweren. So, und das ist eine ziemlich gute Lage. Hier störe ich auch niemanden. Kann ich beruhigt, ganz beruhigt Dortmund bauen. Und direkt auch die Bibliothek. Da muss der Dschungel auch noch weg. So, das Golden Age ist jetzt erstmal zu Ende, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Verliere jetzt überall die Schilder und das Commerce, was ich noch zusätzlich bekommen habe. Aber das ist eben so. Franzosen haben sie noch nicht beschwert. So, da ist auch ein Gericht fertig. So, so. So, so. Ich baue noch einen zusätzlichen Arbeiter. Ah ja, da fällt mir ein, was ich gerade tun wollte. Und zwar gucken, welche Stadt die größte Scientific Production hat. Und das sieht man hier bei den Beratern. Da gibt es irgendwo den Städteberater. Ja, das ist dieser allgemeine. Und hier sieht man die Science Production und ich sehe 31 in Berlin. Ja, ich meine, da kommt auch wirklich überhaupt nichts ran. Also ganz klar, Berlin ist die Stadt der Wahl, wenn es um Wissenschaft geht. Und da werde ich auch die Bauwerke bauen, die die Wissenschaft deutlich verbessern. So, hier muss ich jetzt auch irgendwie die Bewässerung rüberziehen. Von dem Fluss dort drüben.
Wunderbar. Auch ein Gericht. Und da wird ein Siedler gebaut. Gleich ein Arbeiter dazu. Feudalismus. Ah ja, okay. Kann ich gleich noch erklären. Also ich habe jetzt, wie gesagt, den Pikeman. Der hat eben drei Siefens. Der wird jetzt auch gleich überall aktualisiert. Der braucht auch Eisen. Der wird jetzt auch gleich überall aktualisiert in den Städten, die schon mit der Straße angebunden sind und gerade ein, wie hieß der nochmal, Spearman, genau, gerade ein Spearman produzieren. So, und hier haben wir die Kriegsakademie. Und die Kriegsakademie sorgt dafür, dass in jede Stadt eine Kaserne gebaut wird. Und ich glaube, ich bin sogar eine militärische Zivilisation. Von daher werde ich hier auf jeden Fall Golden Age bekommen. Und dann sind die Kasernen wieder kostenlos. Okay. Wann ist die Straße endlich fertig? Es ist kaum noch zu ertragen. Da mal ein Bergwerk zur Abwechslung. Hier mal eine Straße, um Salzburg anzubinden. Und hier baue ich die Straße nach Königsberg erstmal aus. So, in Hamburg habe ich die Uni fertig. Und ich habe jetzt auch nichts, was ich unbedingt produzieren müsste. Außer vielleicht mal wieder ein Siedler. Mal wieder ein Siedler und ein Arbeiter. Und ich glaube, das mache ich auch wieder. Also Siedler, Arbeiter und dann die Kriegsakademie. Kann ich ja schon mal so einstellen. Worker. Art of War. So. Okay, hier ist der Marktplatz fertig. Ah, jetzt kann ich ja hier noch die Uni bauen. Auch einen Marktplatz bauen. Der Swordsman wäre hier, glaube ich, sogar angebracht noch. Zumal das unsinnig ist da. Ach nee, ein Swordsman. Ein Pikeman brauche ich natürlich. München. München braucht noch einen Arbeiter. Da habe ich einen weiteren. Kann ich da jetzt einen Pikeman bauen? Ist richtig. Hier kein Swordsman, sondern ein Pikeman hätte ich gerne. Die Straße ist fertig. Okay. Jetzt bekomme ich hier also auch die Felle und bekomme jetzt ein weiteres Happy Face. Was mir einfach erlaubt, dass die Städte weiter wachsen und weniger schnell wütende Bürger beinhalten. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Gleich mal ein bisschen anpassen, die Städte noch, die großen. Und im Gegenzug bekommen die Orte natürlich jetzt auch die Ressourcen, die strategischen. Hier werde ich auch gleich die Universität angehen und den Marktplatz sein lassen. Vorerst zumindest. Gut, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich meine, wir mussten ja ganz schön lange warten hier auf die Straße. So viel zu diesem Let's Play. Klickt mal bitte auf Like. Dann freue ich mich, dann like ich euch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.